Hallo, liebe Gadget-Magazin-Zuschauer. Hier seht ihr schon das Objekt der heutigen Unboxing-Arie. Und zwar ist das nämlich die Sony Alpha 57 mit zwei Kit-Linsen, Objektiven. Einmal ist es nämlich die 18-55 mm und die 55 bis 200 mm. Die Alpha 75, 57 ist ja, sage ich mal, Sonys Antwort auf die Canon EOS 600-650D-Serie und auch das Konkurrenzmodell zu der, sage ich mal, etwas gehobenen Einsteigerserie von Nikon. Wenn ich nicht richtig erinnere, müsste das die Nikon D5100 sein. Ich für meinen Teil war ja eigentlich oder bin es eigentlich immer noch ein großer Canon-Freund. Und ja, ich höre schon, die ganzen Nikon-Freunde werden wahrscheinlich jetzt wieder rumschimpfen und sagen, also, wie kann man nur und so weiter und so fort. Aber jetzt schauen wir uns auch mal eine Sony-Kamera an. Die hat im Unterschied zu der ganzen Canons und den ganzen Nikon-Kameras eine Translucent Mirror Technology. Das bedeutet, dieser Spiegel hier ist semitransparent. Damit entfällt mehr oder weniger das Wegklappen des Spiegels, wenn man ein Bild schießt, um dem halt das ganze Bild auf den Sensor zu bringen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen das mal jetzt ein bisschen auspacken. Und ich öffne das mal und drehe das mal ein bisschen. Dann kann man es vielleicht noch ein bisschen besser erkennen, was ich hier alles entnehme. Und zwar zum einen kommt hier zuallererst zum Vorschein eine CD inklusive ganz, 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 ganz viel Papierkram. Davon ist mehr oder weniger, ja, sage ich mal, das irrelevant, bis auf die Produktregistrierung, wenn man die eben halt registrieren möchte, seine Kamera. Das sollte man auch tunlichst tun, denke ich. Kommen dann hier noch die Handbücher zum Vorschein. Französisch, Italienisch brauche ich nicht. Englische könnte ich verwenden. Deutsch, Niederländisch, wobei das Deutsche eigentlich das Wichtigste für mich wäre, müsste ich mir auch durchlesen, um das dann genauer zu verstehen, die Kamera. Ansonsten kommt hier unter dieser schwarzen Klappe natürlich die ganze Hardware zum Vorschein. Und ich glaube, ich werde sie einfach mal herausnehmen und sie euch zeigen. Zum einen hier hinten befinden sich die zwei Kit Linsen, die Sony-eigenen Linsen. Zum einen ist das hier so schnell ausgepackt. Und jetzt drehen wir uns mal die hier hin. Das ist die 18 bis 55 mm Zoom-Linse. Findige Leute werden wahrscheinlich hier unten auch erkennen: Minolta. Ja. Das ist mehr oder weniger ein Minolta-Anschluss. So, das ist die eine Zoom-Linse. Eine weitere kommt hier zum Vorscheinen. Das kann man noch hier drauf setzen. So, Röhre. So, das ist dann die 55 bis 200 mm Zoom-Objektiv. Ja, AF. MF, Autofokus, manueller Fokus kann man hier auch noch einstellen und so weiter und so fort. Das auf alle Fälle die zwei Objektive. Hier auf der Seite kommen dann ganz, ganz viel Kleinkram zum Vorschein. Zum einen ein Tragegurt, ein USB-Datenkabel, Akku und Kaltgerätestecker. So, das alles kommt hier zum Vorschein. Nochmal alles ganz einzeln. Kaltgerätestecker für Ladegerät, Akku, USB-Datenkabel und dann ein Tragegurt, Schulterriemen, Gurt, wie auch immer man das nennen will. Da gibt es sicherlich mehrere Begrifflichkeiten. Ich nenne es einfach mal Trageriemen. Und hier unten kommt dann natürlich für einen Akku das Ladegerät zum Vorscheinen. Und das Herzstück dieser Kit-Variante. Es gibt sie natürlich auch in diversen anderen Varianten noch. Ich lege die Schachtel jetzt mal ganz beiseite.
Sicherlich wird es von Sony auch, oder gibt es schon von Sony auch, sage ich mal, Lösungen, wo es dann etwas kostengünstigere Lösungen, wo es dann nur ein Objektiv dazu kommt zu der Alpha 57, entweder wäre es dann diese Kombination mit der 55-200 oder diese Variante mit der 18 bis 55 mm Brennweitenobjektiv. Das wären sicherlich die Kit-Varianten. Es gibt natürlich auch als Body-Variante, wo man nur das Gehäuse sich erwirbt. Und falls man selber schon Minolta-Objektive hat, dann kann man die auch noch draufsetzen. Aber ich sag mal, ja, für den ersten Einstieg wären sicherlich einer der beiden Linsen gar nicht so schlecht, wenn man die eben halt mit erwirbt. Schauen wir uns die Kamera ein bisschen genauerer an. Hier sehen wir das große Display, das hier in der 57er Variante leider nur nach unten klappbar ist, um das dann einmal herumzudrehen und so wieder draufzusetzen. Oder alternativ kann man die auch noch zum Betrachten, wenn man zum Beispiel jetzt, würde ich mir vorstellen, ich würde mich selber filmen, dann könnte ich das Bild auch so sehen. Leider würde dann, ihr seht das hier auch schon, das Objektivgewinde befindet sich ja relativ zentral in dem Kameragehäuse, dann würde nämlich das Bild nicht mehr so gut zu erkennen sein, wenn man hier ein Objektiv draufgesetzt, nicht Objektiv, sondern ein Stativ draufgepflanzt hätte, dann wäre es ihm halt nicht mehr so gut sichtbar. Ja. Was gibt es sonst noch? Hier natürlich sämtliche Bedieneinheiten zu sehen. Movie Record Taste ist die mit dem roten Punkt in der Mitte. An- und Ausschalter oben, Auslöseknopf, dann zentral in der Mitte, ISO-Einstellung. Vorne ist noch ein Stellrad hier, die Programmauswahl, Rädchen und so weiter und so fort, wer sich mit DSLR-Kameras schon mal ausgekannt hatte. Eigentlich ist alles sehr gut zu verstehen. Ansonsten nimmt man einfach nur das Handbuch und liest da mal gegen und quer und versucht dann nach den bestimmten Einstellungen. Hier an der Seite kann man noch eine Kabelfernbedienung einsetzen oder verbinden. Mikrofoneingang ist hier auch vorhanden. HDMI und USB-Anschluss auch noch. Dann gibt es hier noch einen Anschluss für ein externes Netzteil, das man dann aber dann noch erwerben muss. Autofokus, manueller Fokus kann man hier auch noch aktivieren. Eine Sperrtaste fürs Objektiv. Auf der gegenüberliegenden Seite ist hier der Slot für die Speicherkarte. Und auf der Unterseite kommt der Akku rein. So, für diejenigen, die bis jetzt noch nicht eine DSLR-Kamera in der Hand hatte, noch mal kurz zur Übersicht, wie man eben halt ein Objektiv draufsetzt. Dazu nimmt man, ich nehme jetzt erstmal die 18-55 mm, schraube den Verschluss hier hinten auf. Dort seht ihr dann hier einen orangenen Punkt. Bei Sony ist es ein orangener Punkt, bei anderen Kameras DSLR kann das natürlich ein anderes farbiger Punkt dann eben halt sein. Hier ist das Gegenstück, natürlich will man ja das Objektiv dort draufsetzen, nimmt die Kappe ab und zum Vorschein kommt hier auch noch ein orangener Punkt und man setzt den drauf. Natürlich muss man da hinschauen. So, jetzt habe ich es drauf, dreht es einmal rum und schon ist die Kamera einsatzbereit. So vom Gefühl her liegt sie ganz gut in der Hand. Hier auch mit dem Mittelfinger kann man hier in diese Griffmulden reingehen und liegt alles gut in der Hand, alles schön erreichbar. Und ja, ich denke, man kann eigentlich schon als semi-professioneller Fotograf oder auch DSLR-Videomensch sehr gut mit dieser Kamera auskommen. Es hat ja noch einen Vorteil, dass er einen Continuous Autofokus hat. Das heißt, bei
Videodreh muss man mit der DSLR-Kamera normalerweise immer selber am besten nachjustieren, den Fokuspunkt und die Schärfe einstellen. Das ist natürlich für ungeübte Hände dann auch ein bisschen schwierig, vor allen Dingen auch auf dem kleinen Display wird das ein bisschen schwierig immer zu kontrollieren sein. Und die normalen Kameras oder besser gesagt die von der Konkurrenz von Canon und Nikon waren bisher immer ein bisschen träger und langsam, wenn sie eben halt selber die Schärfe einstellen sollten. Alle weiteren technischen Informationen findet ihr natürlich in dem Artikel, dazugehörigen Artikel auf meinem Blog unter gadgetmagazin.de, und ich werde diese Kamera jetzt 2 Wochen lang ein bisschen testen, herumspielen, für meine Zwecke ausprobieren und euch dann das in einem Erfahrungsbericht rüberbringen. Alles weitere, wie gesagt, auf meinem Blog unter gadgetmagazin.de. Das war's von mir, euer Schuh, bis dann und ein schönes Wochenende.